Robert Pattinson ist gerade einer der angesagtesten Schauspieler Hollywoods und mit unserem Oscar-Preisträger Christoph Waltz stand er jetzt für Wasser für die Elefanten vor der Kamera und kam sogar zur Premiere nach Berlin. Bild.de war für sie dabei. Hunderte Teenies warteten seit Stunden auf ihr Idol Robert Pattinson. Der betrat im zugegeben etwas biederen braunen Wollanzug den roten Teppich im Berliner Sony Center. Doch mit seinem Charme verzaubert der 24-Jährige alle. Ich habe mit Twilight angefangen und ich bin komplett heiser. Und da kam dann, oh mein Gott, und seitdem hat er mich einfach in seinen Bann gezogen, vor allen Dingen schon wegen seinem Aussehen allein. Ein total guter Schauspieler, ist toll. Ja. Und auch die Promis auf dem roten Teppich geraten bei Robert Pattinson ins Schwärmen. Der ist sehr authentisch, der ist sehr 1:1. Der ist nicht so ein gelecktes Bübchen, sondern so, der läuft auch mal verstrubbelt rum, hat auch mal Augenringe als Vampir. Ich meine, hat er natürlich jetzt so mit Sexappeal sehr vorgelegt. Und bei den Älteren weckt er Mutterinstinkte. Ich finde auch, dass Robert Pattinson unglaublich sexy ist. Also ich finde, er ist einer der schönsten Männer, die es auf dieser Welt gibt. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man den toll findet. Hat halt einfach ein sehr markantes Gesicht und das mag ich halt. Das mag ich lieber als so Justin Bieber oder so. Ich finde, er ist ein toller Schauspieler. Das kann ich nur dazu sagen. Seit den Twilight-Filmen ist Robert Pattinson einer der beliebtesten Schauspieler überhaupt. An die ganze Aufregung gewöhnt er sich aber nur langsam. Es ist immer noch ziemlich merkwürdig und es ist anstrengend, überall immer Hi zu sagen. Aber es macht Spaß. Einer, der bei dem Hype um Pattinson ganz cool bleibt, ist Oscar-Preisträger Christoph Waltz. Im Gegenteil, es begeistert mich. Es ist nicht großartig. Trotzdem waren am Ende ein paar Fans enttäuscht. Weil ich schon seit 12:30 hier sitze und auf ihn hoffe. Und wir standen die ganze Zeit dort vorne und er ist einfach an uns vorbeigefahren. Und 20 Meter vor uns ist er dann erst ausgestiegen, weil wir einfach keine Chance auf irgendwas mit ihm hatten. Ein bisschen Hoffnung gibt es. Denn Robert Pattinson verriet, ich habe keinen speziellen Typ Frau. Die Frauen lieben mich einfach. Na, das lässt doch hoffen, Mädels. Und wer Robert Pattinson ganz nah sein will, der geht einfach ins Kino. Denn ab sofort ist er dort als Zirkustierarzt Jakob Jankowski in Wasser für die Elefanten zu sehen. Tricks. Jeder spielt. Sie sind eine schöne Frau. Sie verdienen ein schönes Leben.